Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Bams! Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Um genau zu sein. In der letzten Folge haben wir Mulans Welt abgeschlossen, das Land der Drachen. Wir haben Shan Yu besiegt. Mulan hat gezeigt, dass sie was kann. Und wir haben eine neue Welt geöffnet, aber da gehen wir noch nicht hin, weil wir haben noch hier eine Welt. Und zwar das Schloss des Beasts. Oh. Vor den Level 13, ich glaube, sind schon Level 14, ne? Weiß ich gar nicht. War 12, keine Ahnung. Und ja, landen in das Schloss des Biestes. Hm. Wir kennen ja nur ein Biest. Das grüne Biest von Konoha. Nein, Quatsch. Das einzig wahre Biest von Kingdom Hearts 1. Und ja, Dingens hier ist schon schön und das Biest, meine Güte. Habe ich übrigens nie gesehen im Film. Glaube ich. Doch, ich glaube ein einziges Mal, aber ich kann mich sehr, sehr dunkel daran erinnern. Egal, Kingdom Hearts, Sora, Donald und Goofy, immer in der Reihenfolge, ganz wichtig. Hey, what is this place? It's huge! It's sort of gloomy, don't you think? I wonder who lives here. Hey, does anybody else recognize that? Hey, that's the beast. Ach so, ja, der. Maybe we should check up on him. Look. Hört sich ehrlich gesagt an wie jedes andere Brüllen. Oh nein, Schattenlurche. Die mächtigsten aller Herzlose. Wir müssen sie aufhalten. Bevor sie Schaden anrichten, wie zum Beispiel einen Schlagen und so. Im Boden verschwinden. Wisst schon. Das Schloss des Beastes. Beast Castle. Sehr gut. Wollen wir mal. Und noch ein. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Am besten kaputt hauen. Strategie. Was? Wir haben Schlüssel, wir müssen damit Herzlos erledigen. Das macht Sinn. Wir siegen die Herzlosen. Wuff. Ihr denn? Da war schon. War. Hab ich mal einen Kratzer abbekommen. Wieso? Hilfe! Wir haben 3 Kombis gemacht. Wir haben 10 Sekunden gekämpft. Hallo? Get wrecked. Just in time. Na, was geht? Na? War es wirklich notwendig? Die waren noch nicht mal im Weg. Heartless around, something must be up. Er war bestimmt nur sauer, weil wir nicht angeklopft haben, bevor wir das Schloss betreten haben. Okay. So. Na gut. Dingens, Steuerung und so. Habe ich irgendwas Neues? Schon lange her. Tornado. Wing. Nehmen wir irgendwas dafür raus. Combo Boost, ganz schön viel ziehen. Welchen AP bekommen dann? Oh, Bams. Ich habe neues Schlüsselschwert, ne?
Ich hab auch was. Ja, ich habe Ability Ring. Mit einer Ability kann ich nichts anfangen. Soll's. So, was haben wir hier? Esprit. Und das hat hier Schadenskontrolle, ja. Nehmen wir den hier. Oder auch nicht, weil er schwächer ist. Mensch! Okay, weiter. Hallo. Was haben wir denn hier alles? Oh man, nicht schnell. So gut vorbereitet sein muss ich eigentlich nicht für das Spiel. Ja, kann ich die Heldenform weiter aufleveln? Nö, okay. Das darf die nicht einsetzen. Also ich kann die einsetzen, aber muss ich nicht mal lohnen. Na gut, weiter. Was ist los? Ich dachte, ich hätte gerade eben bei der Frau, bei der Treppe eine Frau gesehen. Ich habe eine Frau bei der Treppe gesehen, ja. Ich habe eine Treppe bei der Frau gesehen. Was? Oh, wenn das Biest hier in diesem Schloss ist, dann muss diese Frau Bill gewesen sein, Bruder. Oh, ich so eine komische Stimme. Ja, zumindest sehr wahrscheinlich. Wer weiß, vielleicht auch, was mit diesem Biest los ist. Ich tue irgendwie ins zweite Wort. Komm, wir müssen sie finden. Ich habe nochmal Goofy gesprochen, ey. Jeder weiß doch, wie Goofy klingt. Auch ich. So, hi, da komme ich nicht ran. Oh, geil. Guck mal her. Wie viel gibt ihr? Ups. Es geht. Cyanid, Splitter. Hi, na. Aber ich habe noch gar keinen. Au. Und schon Blitz, also ich habe noch gar keinen Blitz. Spoiler, es kommt Blitz irgendwann. Ich kann auch springen wegen Sportspoint. Ganz da raus. Ja, machen wir das. Lass mal ja alles erkunden, Level abbekommen und so, ne? Welches Level sind wir jetzt eigentlich? 12, ja, okay, dann müssen wir noch ein bisschen nachholen, hallo? Boah. Diese komischen Viecher haben uns schon beinahe getötet. Guck ich das mal an. So. Ich habe den Schatz. Ich weiß nicht, ob ich alle Schätze in Dings. Oh, Vitamin. Und genau richtig gerade. Ah. Gib mir das. Ich habe sogar noch mehr, hallo? Warte mal, brauchte ich denn alles hier? Immer das hier oder nochmal? Habe ich so viel Abitamin? Doch. Und Item Boost. Weil das ist meine einzige Heilquelle gerade. Ich habe kein Item, was? Ja, bin ich unvorbereitet hier. Ja, Auto nachfüllen, so. Haben wir es alles. Wie gesagt. Ich glaube, es ist sich nicht öffnen. Ich weiß nicht, ob ich alle Schätze in Mulans Welt bekommen habe, aber dazu mal alles nachholen zu einer gegebenen Zeit. Erstmal das hier öffnen. Also ein anderen hier, Biester. Da war Tornado übrigens. Dün, dün, dün. Ein Erfahrungspunkt. Weiß übrigens nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich irgendwann Abwehrkraft, Maximum AP, yay, geil. Dass ich irgendwann die ganzen Dinger hier, die Abilities sowie Tornado und also was irgendwann mal ersetzen werde. So. Wow, ich habe alle Sachen schon. Also irgendwann werde ich alle ersetzen wegen. Ja, zu kompliziert sind, nicht kompliziert, aber umständlich. So Tornado oder so was, das muss nicht sein, glaube ich. Ich glaube, da sind schwierigere Gegner.
Was das? Puff. Ah, zieht das nichts ab. Oh, weiter. Wäre schon fast tot, Mann. Soll ich wahr sein? Ja, nichts mehr gemacht. Muss mal vorangehen. Irgendwelche Instant-K.O.-Sachen am besten. Sehr geil, Donald. Oh, I'm so happy you're here. Donald. Sora. Goofy. Hiya. Put me down. Put me down. Oh. Oh. Sieht einfach so hoch im Kanal, als wäre nichts. Wo ist das Biest? Oh, er wird im Westflügel sein. Wir reden seit einiger Zeit nicht mehr miteinander. Ist was vorgefallen? Ja. Ist das etwa nicht der Grund, warum ihr hier seid? Nicht ganz, aber wir helfen trotzdem gern. Ich habe hier jetzt mal eine andere Stimme. Wenn wir schon mal da sind. Das Biest will also nicht mehr mit dir sprechen. Er fühlt sich sehr komisch in letzter Zeit. Die einzigen, die wissen können, warum, sind im Verlies eingesperrt. Ich will ihnen nachhelfen, aber nein. Aber im Moment, einen Moment bitte. Wer hat wen eingesperrt? Das Biest hat seine Bediensteten eingesperrt. Aber warum? Das ist es ja, ich weiß es nicht. Hm, wo ist dieses Verlies? Ihr erreicht das Killergewölbe von der Westhalle aus. Dort, das Verlies ist dort unten. Westhalle, alles klar. Wo liegt die? Seid vorsichtig. Thumbs up. Gibt einen Daumen hoch für sowas, Daumen nach oben und eine Mega Formel. Geil, da könnte ja für alles stehen. Und was für Mega Potions? Tür ist abgeschlossen. What? Aber wir haben noch einen Schlüssel, Mann. Sora. Schon ein bisschen nachdenken. So, oh Gott, hier kommen jetzt, ich weiß schon, welche hier kommen. Oder du kommst hier. Das wäre meine zweite Vermutung gewesen. Alter, guck dich mal an, wie viel AP der abgezogen hat. Von Donald. Nicht mir, aber Donald. Ja, schon wieder. Ich bin auf dem Boden. Dumm. Ah. Puff. Zurück auf den Boden der Tatsache. Oh, Drive Kugeln. Geil, dass ich keinen Drive brauche. Ja. Habe ich nicht noch gerade 700 Erfahrungspunkte? Aber er hat ganz schön viele Erfahrungspunkte gegeben. Und du hast beinahe gestorben. Zweimal. Der Typ so einen Affen riesigen Schaden macht. So, Westflügel. Er liegt bestimmt im Osten. Zurück sind die überall Cutscenes. Das bedeutet, ich muss nicht gegen Herzlose kämpfen. Es muss hier irgendwo einen Weg geben, der ins Killergewölbe führt. Stimmt da, wo der dieser riesige Schrank ist, der überhaupt nicht auffällt. Oh, habe ich eine Truhe natürlich gesehen, die muss ich mir natürlich holen. Oh, wie man die Dinger kaputt macht, kriegt man einen Drive-Kugel. Brauche ich nicht. Noch nicht. Foreshadowing. Also, boah, sind wir langsam. Das stört mich im Moment nur so, weil ich weiß, dass wir irgendwann viel schneller unterwegs sein können. Und da komme ich nicht dran. Ne? Nee. Oh Mann. So, Truhe. Komme ich nicht dran, Mann. Boink. Joink. Luna-Tropfen, die sind gar nicht schlecht. Hier ist er.
Was wird das, wenn man fragen darf? Also Teufel. Versuch die Kommode zu verschieben. Wir schlafen. Vorhin haben wir einen Zug so geschafft, ne? Auch nicht jetzt. Dauert zu lange. Warum musst du ausgerechnet? Wir können schon durch. Warum musst du ausgerechnet wieder reingehen? Hallo? Wenn du weißt wirklich wichtig, dass du an diesem exakten Punkt schläfst. Ich hatte es mir hier so gemütlich gemacht. Kann ich euch helfen? Was? Ach ja, Belle möchte, dass wir für sie in das Verlies gehen. Heiliger Bimbam, ihr wollt meinen Freunden helfen? Warum sagt ihr das denn nicht gleich? Ich spreche nicht normalerweise mit Kommoden. Verzeiht, wenn ich euch erschreckt habe. Wisst ihr, ich war auch einmal ein Mensch, bis die Zauberin mich verhext hat. Ich wurde zu einer Kommode, als auch der Prinz in einen Biest verwandelt wurde. Der Prinz wurde zum Biest? Das Biest ist ein Prinz? So ist es, obwohl sein Benehmen damals alles andere als einen Prinzen würdig war. Und ihr wurdet verzaubert? Es trug sich an einem kalten Winterabend zu. Eine dunkle stürmische Nacht. Aber lassen wir das. Ihr könnt euch den Rest anhören, wenn ihr die anderen gerettet habt. So habt ihr wenigstens etwas, auf das ich euch freuen könnt. Also, so war's. Nun gut, husch, das Verlies ist feucht und kühl. Jedenfalls kein Platz für eine Uhr. Eine Uhr? Ihr werdet bald wissen, was ich meine. Also, rudern wir mal. Tun wir das, was die sprechende Kommode sagt. Und da ist eine Schatztruhe oder was? Im Hintergrund. Was zum? Kann ich die mal sehen? Boink. Oh, ich habe wieder alles voll geil. Dann komme er her. This must be it. Weil immer vorausgehen muss, ist die blöde Blume, dann die eine Tür von Belle, jetzt diese Tür mit Händen. Brofist. Warum? Na gut. Bro, Umarmung. Alter, ist das eine Reichweite? Ja, jetzt kommen die auch noch, geil. Alter. Mann, ich ziehe ja gar nichts ab. Oh, geh weg. Oh, ich hab gar nicht. Verdammt. Nein. Aber ich gebe mich auf. Bams. Mickey. Geil, was? Bams. Uff. Was macht der hier? Ist doch egal, ne? Sehr schön. Kann noch ein bisschen dauern hier. Aber die Viecher, die machen aber auch einen Schaden. Da. Nutzt man natürlich jetzt hier erstmal aus. Und Mickey kann gar nicht frecken. Selbst wenn Mickey jetzt freckt, so wird wieder erweckt. Aber dann, ich glaube, ich krieg den gar nicht raus, so, ne? Verdammt!
Na gut, dann machen wir es so. Wir haben eigentlich gesagt, jetzt gar nichts erreicht. So, jetzt diesmal vernünftiger. Bams. Komm los! Komm her. Das ist doch gar nicht so viel, Mann. Stell dich mal nicht so an. War natürlich volle Absicht, dass ich vorhin feig bin, ne? Ist natürlich selbstverständlich. Wenn ich euch das zeigen konnte mit Mickey. Was mir ein bisschen zu viel Schaden. So, komm mal her. Komm mal her. Darf doch nicht wahr sein, ja. So. Jetzt du, ich will auch noch. Schlitz. Ausgezeichnet, so muss das sein. Nicht so wie vorhin. Das ist. Ah, schön. War, glaube ich, die erste Situation, wo Mickey auftauchen konnte, wenn ich mich nicht irre. Weil nur geskripteten Kämpfen kann Mickey auftauchen. Aber das Verlies wohl hinter dieser Tür liegt. Dann los, wir müssen die Bediensteten befreien. Also gut, gehen wir. Ja, wenn man zum ersten Mal die Chance hat, Mickey zu begegnen, dann taucht er immer zu 100% auf. Also das nächste Mal, wenn ein geskripteter Kampf ist, wo der auftauchen könnte, dann ist noch eine 50%ige Chance oder 75, irgendwie sowas, keine Ahnung. Did someone say rescue? Shh, keep quiet. It might be them. Oh, they look like nice boys to me. We are nice. We're your friends. Yeah, Belle sent us to find you. Okay. Wow. I'm Sora. Donald. Goofy. Don't. I am self-winding, sir. I am. Stop. Goofy. I'm glad you're here. What's the It is we who are overjoyed to see you. Did somebody put a spell on you guys, no, too? No. Yes, that's right. You've heard. It was the Enchantress. It seems so. The evil Enchantress! It was a cold winter's night. An old beggar woman came to the castle and asked for shelter. But the master of this castle, that is, of course, the prince. Stop that! Put me down this instant! Thank you. Genug rumgespielt. Der Prinz belächelte ihre zerlumpte Erscheinung und schickte ihr Frau davon. Wie entsetzlich. Ui, er war ein verzogener Prinz, so selbstsüchtig, wie soll ich sagen, grausam. Lumiere. Sie warnte ihn, sich nicht täuschen zu lassen, da man die Schönheit im Verborgenen empfindet. Und als er sie wiederum abwies, schmolz die Hässlichkeit der alten Frau dahin und eine schöne Zauberin kam zum Vorschein. Sie hatte gesehen, dass es in seinem Herzen keine Liebe gab. Zur Strafe verwandelt sie ihn in eine scheußliche Bestie und verzauberte das Schloss und alle, die darin lebten. Unfassbar, was für eine Geschichte. Gibt es etwas, das wir für euch tun können? Wir schnappen uns die Zauberin. Aber nicht doch. Wir wissen bereits, was zu tun. Wir wissen bereits, was zu tun wäre, aber in unserer gegenwärtigen Gemütslage. Ich kann keinen französischen Akzent. Er verhält sich in der Tat seltsam. Es ist fast so, als hätte er vergessen, wie man anderen vertraut. Du glaubst doch nicht, dass er in einen Herzlosen verwandelt wurde. Einen Herzlosen? Wenn die Herzlosen etwas damit zu tun haben, ist es gut, dass wir hier sind.
Dann wollen wir mal das Biest suchen. Zu Grisby. Oder Trebien, glaube ich. Wenn der Mysterium mir folgen wollen, ich kenne eine Abkürzung. Okay, ach verdammt, ich dachte, ich will zur Weltkarte zurückgehen, dann kriege ich wieder die Drive voll, aber auch jetzt nicht. Gut, sowieso nicht Drive. Vitamin, schon wieder. War Goofy, hi. Wie warst du denn eigentlich da, als ich gerade in der Helmform war? Du bist doch gar nicht. Egal. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann Daumen nach oben, Kommentar, Abo, was auch immer. Und ja, das war's. Thema. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.